Herzlich willkommen zur Festveranstaltung aus Anlass der Verleihung des Hermann-Ehlers-Preises 2017. Normalerweise finden diese Veranstaltungen im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtages statt. Maximal 300 Gäste können dort untergebracht werden. Als wir die 400. Anmeldung bekamen und immer von Ersatzräumen sprachen, sind unser Geschäftsführer Dr. Heinz und ich zum Ergebnis gekommen, wir brauchen einen größeren Raum. Dieser Raum passt 550 Plätze. Wir haben 600 Anmeldungen. Das Wetter sorgt dafür, dass die Plätze reichen. Herzlich willkommen. Mein erster Willkommensgruß gilt unserem Preisträger, dem Bundestagspräsidenten Professor Norbert Lammert. Herzlich willkommen. Der Tatbestand, lieber Herr Bundestagspräsident, dass so viele gekommen sind, unterstreicht die große Popularität, die Sie auch in dem schönsten Bundesland Schleswig-Holstein haben. Mein zweiter Willkommensgruß gilt der früheren Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Professor Rita Süssmuth. Ich verbinde meine Begrüßung mit einem Dank für die Bereitschaft, die Laudatio zu halten. Ich begrüße schon eine alte Tradition, den Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Klaus Schlie, und danke auch ihm für die Bereitschaft, ein Grußwort zu sprechen. Da wir die Rednerliste ein bisschen verkürzen mussten, unser Ministerpräsident kann leider nicht kommen. Es tut ihm sehr leid. Ich soll herzliche Grüße bestellen. Aber ich bin sicher, Klaus Schlie, das Land Schleswig-Holstein werden Sie tatkräftig auch alleine vertreten. Schließlich begrüße ich den Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Herrn Professor Uth Schlieski, der in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender unserer Stiftung das Schlusswort sprechen wird. Herzlichen Dank. Es ist schon eine gute Tradition, und bei uns ist inzwischen vieles Tradition, dass ich bei meiner Einführung mich auf drei Anmerkungen beschränke. Unter Punkt 1 sage ich etwas zu unserer Stiftung, zu Hermann Ehlers und zum Hermann Ehlers Preis. Unter Punkt 2 sage ich etwas zum Preisträger, bewusst sehr kurz gefasst, obwohl ich über den Preisträger stundenlang reden könnte. Aber ich darf der Lautorin nicht alles wegnehmen. Kann ich bei dir gar nicht, liebe Rita. Und das nächste ist der dritte Ansatzpunkt. Natürlich gibt es dann ein paar Anmerkungen zum Laudator, den wir immer sehr sorgfältig gemeinsam mit dem Preisträger aussuchen. Ich komme zu Punkt 1. Unsere Stiftung, unser Namensgeber und der Hermann-Ehlers-Preis. Es gibt eine Besonderheit in Deutschland, die es in anderen demokratischen Staaten in der Form nicht gibt. Das sind die politischen Stiftungen. Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben die Möglichkeit, eine Stiftung zu gründen, die auf den gleichen Grundlagen steht wie die jeweilige Partei, die aber finanziell und organisatorisch völlig selbstständig ist und die im erheblichen Umfang aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Die anderen Parteien haben alle eine Stiftung für ganz Deutschland. Bei der Union ist alles ein bisschen differenzierter. Wir haben drei Stiftungen. Wir haben die große Konrad-Adenauer-Stiftung, die in 14 Bundesländern politische Bildung macht und die darüber hinaus in weit über 60 Ländern auch politische Arbeit leistet. Wir haben, wie sollte es anders sein, die Hans-Seidel-Stiftung für Bayern
Und die Besonderheit ist, dass es die Hermann-Ehler-Stiftung für Schleswig-Holstein gibt. Diese Stiftung wurde vor fast 50 Jahren vom früheren Bundestagspräsidenten Kai-Uwe von Hassel gegründet. Es war seine Antwort auf die 68er-Unruhen, dass er damals gesagt hat, wir brauchen mehr politische Bildung. Unsere Stiftung hat eine tolle Akademie in dieser Stadt, die etwa 200 Veranstaltungen im Jahr durchführt. Unsere Stiftung hat seit fast 10 Jahren ein Studentenwohnheim mit 100 Plätzen in der Landeshauptstadt. Und wir werden am 11. Dezember ein zweites Studentenwohnheim kreieren, und zwar mit über 150 Apartments direkt auf dem Universitätsgelände. Und dieses Haus wird den Namen unseres Gründers Kai-Uwe von Hassel tragen. Hermann Ehlers, ich brauche da vor diesem Publikum wenig zu sagen. Er war Bundestagspräsident von 1950 bis 1954. Er war eine der stärksten politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. Wäre er nicht so früh gestorben, wäre er wahrscheinlich der kompetente Nachfolger von Adenauer geworden. Er hat sich große Verdienste erworben, insbesondere auch darin, dass es ihm mitgelungen ist, Katholiken und Protestanten in einer Partei zusammenzuführen. Das ist etwas Einmaliges in der Bundesrepublik, das war in Weimar bekanntlich anders. Wer sich mit Hermann Ehlers beschäftigt, stößt sehr schnell auf seine Aussagen, dass ehrenamtliche Tätigkeit eine Grundvoraussetzung ist, dass unsere parlamentarische Demokratie auf Dauer eine Chance hat. Er hat sich immer dafür eingesetzt. Und im Gedenken an Hermann Ehlers hat unsere Stiftung 1975 den Hermann-Ehlers-Preis gestiftet. Er wird gegeben an Persönlichkeiten, die sich weit über das Normale hinaus für unsere freiheitlich-demokratische Ordnung engagiert haben. Zu unseren Preisträgern gehören Joachim Gauck, Gerhard Stoltenberg, Roman Herzog, Helmut Kohl, Richard Schröder, Rita Süssmuth, Siegfried Lenz, und im letzten Jahr haben wir den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannes ausgezeichnet. Ich komme zu Punkt 2, Anmerkungen zum Preisträger. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums hat Norbert Lammert Politikwissenschaften, Soziologie und neuere Geschichte studiert. Nach Abschluss seines Studiums war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als Honorarprofessor tätig. Seit 37 Jahren ist er Mitglied des Deutschen Bundestages, hat sehr unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen und seit 12 Jahren ist er Präsident des Deutschen Bundestages. Nach dem überraschenden Rücktritt von Horst Köhler im Sommer 2010 wurde er ganz oben auf der Liste der potenziellen neuen Präsidenten gehandelt. Das Gleiche war im Juni 2016, als Joachim Gauck erklärte, er würde nicht wieder antreten. Am 2.1.2016 entkräftete Lammert alle Spekulationen um eine mögliche Kandidatur mit den Worten, ich zitiere, ich habe keinen Zweifel daran, dass es eine ganze Reihe von Frauen und Männern gibt, die nach meiner festen Überzeugung dieses Amt in jeder Beziehung ausfüllen können. Und unter denen findet sich sicher auch jemand, der das gerne machen möchte. Dazu gehöre ich nicht. Soweit Lammert, ich sage, ein typischer Lammert. In diesem Zusammenhang charakterisierte die Zeit ihn wie folgt, zitiere, der intellektuelle Norbert Lammert, der die Kanzlerin als Hüterin der Parlamentssouveränität nervte und sich als Bundestagspräsident in allen politischen Lagern Respekt verschaffte. Ich hatte das Glück, 11 Jahre im Bundestag mit Norbert Lammert zusammenzuarbeiten und ich arbeite heute noch mit ihm zusammen. Das Ganze auch schon seit 15 Jahren.
im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich komme zu Punkt 3, Anmerkungen zum Laudator. Rita Süssmuth ist aufgewachsen mit 4 Geschwistern. In der Erziehung legten ihre Eltern großen Wert auf die katholische Religion und breite Bildung. Sie studierte Romanistik, Geschichte und Pädagogik, unter anderem in Paris, und übernahm 1980 den Lehrstuhl für international vergleichende Erziehungswissenschaften an der Universität Dortmund. Im politischen Geschäft ist sie eine echte Seiteneinsteigerin. Erst im Alter von 44 Jahren, andere haben da ihre Karriere hinter sich, wurde sie Mitglied der CDU. Und kurze Zeit später hat Helmut Kohl sie als Nachfolgerin von Heiner Geißler zur Bundesfamilienministerin ernannt. Und von 1988 bis 1998 war sie Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das heißt, der Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin fiel in ihre Zeit. Auch damals gab es schon immer die tollen Meinungsumfragen. Auch damals gab es die Hitliste der bekanntesten und populärsten Politikerin. Rita Süssmuth stand jahrelang auf einem der ersten Plätze. Die Einführung der Frauenquote und die Anerkennung von Kindererziehungszeiten, um nur mal 2 Beispiele zu nennen, sind eng mit ihrem Namen verbunden. Auch 15 Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag gilt sie noch immer als Inbegriff einer modernen Frauen- und Familienpolitik der CDU. Und nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag zog sie sich nicht zurück ins Private. Sie äußert sich bis heute zu wesentlichen gesellschaftspolitischen Fragen, begleitet bis heute wichtige Ämter. Und ich habe zum Beispiel das Vergnügen, seit 10 Jahren mit ihr zusammen im Deutschen Solidaritätskommuniqué für einen freien Iran zu arbeiten. Jedes Jahr, liebe Rita, fahren wir nach Paris zum Jahrestreffen der Exil-Iraner. 100.000 Exil-Iraner aus aller Welt kommen. Und es ist immer ein einmaliges Erlebnis. Und schließlich, habe ich schon gesagt, wurde sie im Jahre 2012 mit der Hermann-Ehlers-Preis ausgestattet. Abschließend komme ich zurück zu unserem Preisträger. Ich schließe meine Aussage mit einer Aussage des früheren Präsidenten des Europäischen Parlaments und heutigen Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Professor Kurt Pöttering, der in einer der letzten Vorstandssitzungen, normalerweise zitiert man aus Vorstandssitzungen nicht, diesmal darf man das, Folgendes gesagt hat. Und dem schließe ich mich voll an. Sie, sehr verehrter Herr Lammert, sind für uns der Präsident unseres Herzens. Noch einmal herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, lieber Professor Dr. Lammert, sehr geehrte Frau Professor Dr. Süssmuth, lieber Otto Bernhard, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Schleswig-Holsteinischen Landtages, sehr geehrte Damen und Herren Minister und Staatssekretäre, sehr geehrter Herr Bischof Ulrich, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, Verbände unseres Landes, der Wirtschaft, der Kammern, der Kirchen, unserer Streitkräfte, aus Politik, Justiz und Verwaltung, aus Wissenschaft und Medien, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie alle, insbesondere aber Sie, Herr Professor Dr. Lammert, heute Abend anlässlich der Preisverleihung des Hermann-Ehlers-Preises in Kiel begrüßen zu dürfen. Auch in diesem Jahr hätte ich Sie gern in unserem Landeshaus, im Haus der schleswig-holsteinischen Demokratie an der Förde begrüßt, dass sich zur heutigen Preisverleihung so viele Gäste angemeldet haben und wir heute Abend nun stattdessen hier im Maritimhotel sind, ist in erster Linie auf
eine Persönlichkeit zurückzuführen, nämlich auf unseren Preisträger. Die zahlreichen Anmeldungen zum heutigen Abend, lieber Herr Professor Lammert, zeigen, wie enorm der Zuspruch und die Anerkennung gegenüber Ihrer Person und Ihres Wirkens auch bei uns hier im hohen Norden sind. Der Preis, der Ihnen, verehrter Herr Professor Lammert, heute verliehen wird, trägt den Namen von Hermann Ehlers. Wie Sie war Ehlers Bundestagspräsident. Er war ein überzeugter Demokrat, ein überzeugter Europäer und ein Politiker, der wie kaum ein Zweiter zu seiner Zeit den Parlamentarismus in der Bundesrepublik Deutschland geprägt hat. Auf Sie, verehrter Herr Dr. Lammert, trifft das alles eben über Hermann Ehlers Gesagte in jedem einzelnen Punkt ebenfalls zu. Ich bin der Überzeugung, dass selten in der Geschichte der Hermann Ehlers Preisverleihungen Preisträger und Namens- und Sinnstifter des Preises so gut in ihrer politischen Wirkung vergleichbar waren. Dabei sind ihr Lebensweg und ihr politischer Werdegang natürlich ein anderer als jener von Hermann Ehlers. Ehlers gehörte zu den Vätern unseres bundesrepublikanischen Parlamentarismus. Er gehörte zu den Männern und Frauen der demokratischen Aufbruchphase in Deutschland. Er kämpfte, wie er es damals einmal ausdrückte, dafür, ich zitiere ihn, den Deutschen endlich eine parlamentarische Tradition zu geben, die sie voll und ganz akzeptieren. Die Herausforderungen, vor denen Sie, verehrter Herr Professor Dr. Lammert, in Ihrer Zeit als Bundestagspräsident standen, waren andere, indes keine geringere als jene von Hermann Ehlers. Sie blicken auf 37 Jahre parlamentarische Erfahrung zurück als Abgeordneter, als Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen in Ihrer Fraktion, vor allem aber als Bundestagsvizepräsident und seit 2005 als Bundestagspräsident. Sie haben mit Ihrer eindrucksvollen Leistung wichtige Spuren im Deutschen Bundestag und unverzichtbare Spuren im deutschen Parlamentarismus hinterlassen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Sie aber noch weit mehr für den deutschen Parlamentarismus getan haben. Sie haben den Bundestag für sehr viele Menschen in den letzten 12 Jahren geradezu verkörpert. Sie haben dem Parlament im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht gegeben. Ihre so eindrucksvolle, souveräne Art der Geschäftsführung mit Humor, aber auch mit dem nötigen Ernst, wo es erforderlich war, mit Gelassenheit und Ruhe, mit einem außergewöhnlichen rhetorischen Talent und vor allem auch mit Schlagfertigkeit und einem Blick für Maß und Mitte haben die öffentliche Wahrnehmung des Deutschen Bundestages nachhaltig und positiv geprägt. Das ist ein Verdienst, den wir in unserer Gesellschaft, in unserem föderalen Staatswesen nicht hoch genug schätzen können. Denn es ist eine, wie ich finde, erschütternde Erkenntnis unserer Zeit, dass wir uns einer wachsenden Zahl von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber sehen, in deren politischem Bewusstsein unsere Parlamente kaum noch eine oder gar keine Rolle mehr spielen oder die Funktionsweise unserer repräsentativen Demokratie noch nicht einmal im Ansatz verstehen oder verstehen können. Der parlamentarische Betrieb und vor allem die Debatten im Plenum dürfen nicht in Routinen und Ritualen erstarren, sondern sie müssen den Bürgerinnen und Bürgern authentisch vermitteln, dass dort im Parlament, die Fragen, die das Zusammenleben der Menschen betreffen, offen, ehrlich und mit Sachverstand diskutiert und entschieden werden. Im Gegensatz zu plebiszitären Elementen, deren Fragestellung oft nur mit einer Ja- oder Nein-Antwort versehen werden können,
ist das ein ganz entscheidendes Qualitätskriterium unserer parlamentarischen Demokratie. Der Rolle des Parlamentspräsidenten kommt in der repräsentativen Demokratie eine besondere Bedeutung zu. Eine Rolle, die Sie, verehrter Herr Professor Lammert, nicht nur ausgefüllt, sondern gestaltet haben. Eine Rolle, die Sie verantwortungsvoll wahrgenommen haben und vielleicht das Allerwichtigste in der Politik glaubwürdig gelebt haben. Als Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages maße ich mir dieses Urteil an. Wer aber wäre besser geeignet, Ihre Verdienste zu würdigen, als eine für den Deutschen Bundestag nicht minder prägende Persönlichkeit wie Sie, verehrte Frau Professor Dr. Rita Süssmuth? Sie sind nicht zum ersten Mal zu Gast an der Kieler Förde. Otto Bernhard hat es bereits erwähnt. Und als Trägerin des Hermann-Ehlers-Preises des Jahres 2012 führen Sie die gute Tradition fort, dass ehemalige Preisträger die Laudatio auf den neuen Preisträger halten. Die Idee, die hinter diesem Brauch steht, ist keineswegs die, einen hermetisch geschlossenen Kreis von Hermann-Ehlers-Preisträgerinnen und Preisträgern zu schaffen, zumal von dieser Praxis natürlich auch immer wieder einmal abgewichen wird. Es geht hierbei um etwas anderes, nämlich um das Bekenntnis zu unserer Überzeugung, dass die Demokratie, die parlamentarische Demokratie und der europäische Gedanke immer im Werden und Wachsen begriffen sind und auch einem Wandel unterliegen. Und dieser evolutionäre Prozess braucht Verbindungen. Er braucht Frauen und Männer, die mit einem gewissen Abstand und mit viel Erfahrung die Leistungen von Mitstreitern angemessen würdigen können und sie so auch den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln können. Und so ist Ihre Sicht, liebe Frau Professor Dr. Süssmuth, eine besondere. Die Sicht einer Bundestagspräsidentin außer Dienst, die dieses Amt in den Jahren von 1990 bis 1992 innehatte, auf die Jahre, in denen Professor Dr. Lammert dieses Amt bekleidet hat, ist natürlich eine besondere. Ihre im Amt erworbenen besonderen Kenntnisse und Erfahrungen, das sind die besten, die angemessene Grundlage, um die Arbeit von Professor Dr. Lammert zu würdigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Herr Professor Dr. Lammert, in den vergangenen Jahren wurden unserem föderalen parlamentarischen System in der Bundesrepublik und der Europäischen Union zahlreiche Krisen attestiert, ob zu Recht oder zu Unrecht, ob wirklich vorhanden oder medial dargestellt, ich lasse es dahingestellt sein. Obgleich so manche Krise eben auch herbeigeredet wurde, eines stimmt doch nachdenklich. Die zunehmend erkennbare Spaltung unserer Gesellschaft in jene, die sich in unserem Grundgesetz, unserer Verfassung, unseren Werten und in unserem politischen System wiederfinden, und jenen, die sich damit nicht mehr identifizieren können oder wollen, wächst. Leider. Das schwebende Brexit-Verfahren, die ausgebliebene Solidarität vieler europäischer Staaten bei der Bewältigung der Migrationsbewegungen der letzten Jahre und das wenig koordinierte, um nicht zu sagen inkonsistente Auftreten der europäischen Regierungen gegen die Entwicklungen in Russland und in der Türkei haben das Vertrauen vieler Menschen in die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union erschüttert. Das Werben um den europäischen Gedanken und um die parlamentarische Demokratie, beides, meine sehr geehrten Damen und Herren, beides existenzielle Fundamente unserer Gesellschaft, muss deshalb stärker und überzeugender als je zuvor erfolgen, weil der Integrationsprozess Europa nicht zur Disposition gestellt werden darf. Dabei hat sich der Deutsche Bundestag mit Ihnen, Herr Professor Dr. Lammert, als einem herausragenden Präsidenten an seiner Spitze in den vergangenen Jahren als ein von sehr, sehr vielen Deutschen geschätztes Integrationsorgan unseres Staates erwiesen. Eine mit Herz geführte Debatte und dazu ein mit Humor, mit unerschütterlicher Parteineutralität
und manch bleibenden, die Zeit überdauernden Sätzen geführtes Parlamentspräsidium haben die Menschen erreicht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Hier haben Sie sich, sehr verehrter Herr Professor Dr. Lammert, unschätzbare und bleibende Verdienste erworben, die mit der heutigen Preisverleihung in besonderem Maße gewürdigt werden sollen. Sie haben sich nun für den Rückzug aus der Bundespolitik entschieden. Und wir alle wissen, dass solche Entscheidungen nicht leicht fallen und dass sie tiefen Respekt abnötigen. Und Sie wissen, gerade noch einmal aus der gestrigen Begegnung während des Staatsaktes und des vorherigen Zusammentreffens der Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten in Mainz, wie tief wir Kollegen aus den Ländern das bedauern, weil Sie ein wahrer Freund auch unseres föderativen Systems gewesen sind und den Parlamentarismus auch in unseren Länderparlamenten in seiner besonderen Bedeutung immer auch auf der Bundesebene deutlich gemacht hat. In Demokratien ist es ja glücklicherweise so, dass der auf Zeit gewählte Mandats- und Amtsträger stets nur wieder in die Gemeinschaft gleichberechtigter Bürgerinnen und Bürger zurücktritt, aus der er seine Kraft und seine Amtsgewalt irgendwann einmal geschöpft hat. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, lieber Herr Professor Dr. Lammert, es ist mir eine große Ehre, Ihnen zur Verleihung des Hermann-Ehlers-Preises sehr herzlich im Namen der Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages zu gratulieren. Und ich schließe hier insbesondere auch den Abgeordneten Daniel Günther mit ein. Sie haben sich um den deutschen Parlamentarismus, Sie haben sich um die repräsentative Demokratie Deutschlands in ganz besonderer Weise verdient gemacht. Ich danke Ihnen, mein Respekt. Ooh, 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 ooh,
all in two. Red wine, just a glass or two. Give me something fun to do. Etwas mehr Licht dürfte schon in dem dunklen Raum sein. Ich finde, unser Preisträger hat mehr Licht verdient. Vielleicht können Sie es mal heller schrauben. Verehrte Festversammlung, an erster Stelle, sehr geehrter lieber Kollege Norbert Lammert, unser Bundestagspräsident, wenn auch nur noch wenige Wochen, aber ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann und dass ich die Laudatio sprechen kann. Ich grüße aber in gleicher Weise den Landtagspräsidenten, Herrn Klaus Schlie, der eigentlich fast alles gesagt hat, was zu dir zu sagen wäre. Und ich kann ihm nur beipflichten, wir werden uns wiederholen, aber du bist ja für Wiederholung, damit wir uns das einprägen, was wichtig ist. Ich begrüße außerdem den Landtagsdirektor, Herrn Professor Dr. Uczyński, und nicht zuletzt meinen Kollegen, nicht nur aus dem Bundestag, sondern auch danach, mein Freund Otto Bernhard. Seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt, und es ist doch gar nicht selbstverständlich, dass dieser Saal sich von vornherein so fühlt. Er hat sich aber gefühlt, weil, und da bin ich gleich bei der ersten Aussage unseres Bundestagspräsidenten, er ist eine Persönlichkeit, die anders ist als andere. Und worin besteht das Anderssein? Ja, dass die Menschen merken, da ist jemand glaubwürdig, ansprechbar, da ist jemand, der hat Humor, da ist jemand, der offenbar den Bundestag integriert, da ist jemand, der glaubwürdig ist. Und wenn ich das verbinde mit Hermann Ehlers, dann ist zwar heute Abend auch schon das Wort von Popularität gefallen. Da sagt der Helmut Kohl immer, Popularität bringt noch keine Stimmen. Das beantwortet Norbert Lammert mit der Aussage, ja, Popularität ist ganz angenehm, aber es kommt im Leben, und da sind wir ganz eng bei Hermann Ehlers, auf Haltungen an. Auf Haltungen an, die man in seinem Alltag praktiziert. Und das war, wenn wir jetzt fragen, was verbindet Hermann Ehlers mit Norbert Lammert, dann ist meine erste Antwort eine sehr vielleicht oberflächliche, aber es ist schon erstaunlich, das sind die beiden Bundestagspräsidenten, die die höchste Zustimmung bei ihren Wahlen erhielten. Fast 100%, 93, 94%. Das zeigt auch wieder eine andere Aussage von Norbert Lammert. Es kommt darauf an, wie wir Dissens und Konsens, also andere Meinungen und gemeinschaftliches Arbeiten an einer Aufgabe miteinander verbinden. Ich muss sagen, mein Gefühl, immer wenn ich auch außer Amts bereits im Bundestag
ihn erleben konnte. Man hatte das Gefühl, die dort mit ihm sitzenden Abgeordneten fühlen sich wohl. Und das war auch die große Fähigkeit von Hermann Ehlers, dass er bei allem Wissen um Dissens beste Kontakte zu allen Fraktionen hat. Und das hat in gleicher Weise unser Bundestagspräsident. Und das Zweite, die christliche Haltung, die war für Hermann Ehlers ungemein wichtig. Er kam aus der bekennenden Kirche, er hat Widerstand geleistet im nationalsozialistischen Regime, aber er hat auch am Tag der Befreiung und in der Zeit seiner Tätigkeit mit der bekennenden Kirche stets Wert darauf gelegt, dafür gekämpft, dass das Christliche nicht verloren geht. Und bei Norbert Lammert, ich würde da ein Wort hinzufügen, es ist zugleich auch der ständig suchende Christ. Das Suchen einerseits nach Wahrheiten, die in der Politik sich verbieten. Es geht auch um Wahrheit, aber nicht um absolute Wahrheit. Es gibt keinen Besitzanspruch auf Wahrheit. Das ist übrigens auch nicht für suchende Christen. Und es war ihm wichtig und es ist Norbert Lammert wichtig, dass das Christliche aus unserem Land nicht verloren geht. Denn auch dort haben wir ähnliche Befunde, wie mit denen ich begonnen habe. Die Institution, die Kirche, hat nicht mehr die Bedeutung, die sie gehabt hat. Aber das Christliche hat nach wie vor seine Bedeutung. Und das nicht nur unter dem Gesichtspunkt Homogenität, eine Religion und die anderen mag es auch noch geben, sondern eine Heterogenität von Religionen und wie gehen wir damit um? Ich will Ihnen nachzulesen, was er über Toleranz gesagt hat. Toleranz ist wichtig, aber sie darf nicht verkommen zu einer Bequemlichkeit im Umgang mit dem Andersdenkenden. Respekt vor dem Andersdenkenden, aber auch eintreten für die eigene, auch religiöse Identität oder auch Diagnostik. Das zeigt, schließe den ersten Kreis, es kommt, und das möchte ich uns allen nochmal zurufen, auf uns als Personen, als Menschen an, mit welcher wir in einem anderen, in der Auseinandersetzung mit Max Weber gesagt hat, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Verantwortungsbewusstsein und mit welchem Respekt, beziehungsweise bei Max Weber heißt es, mit welchem Augenmaß wir unsere Aufgaben wahrnehmen. Und dafür haben Menschen, ich möchte nicht nur sagen, ein instinktives Gefühl, sondern ein in sich entwickeltes Gefühl und auch ein Bewusstsein. Und da freue ich mich, dass es nach wie vor solche Persönlichkeiten gibt. Nun ein zweiter Gesichtspunkt. Was hat ihn so ungewöhnlich gemacht? Ich beginne mal mit einer Tatsache, die mir lange Zeit auch bis zur Vorbereitung dieser Rede eigentlich so nicht bewusst war. Bildungslücke. Und zwar, als ich dann noch einmal las, sein Verhalten in der Flick-Affäre. Er ist sehr jung in die Politik gegangen, war schon in der Jungen Union um 1964 bereits Mitglied der Christdemokratischen Union. Er hat viele Ämter bekleidet und
Heute sagen wir immer, ja, die Jungen passen darauf auf, dass sie auch ja nichts tun, was ihrer Karriere schadet oder sie beschädigt. Und dann fand ich es wahnsinnig mutig, in den 80er Jahren in der Flick-Affäre dem Vorschlägen der Union, auch unseres Bundeskanzlers, praktisch ein Gesetz, eine Verordnung zu erlassen, wonach alles verziehen ist, was da geschehen ist, der stimmte er nicht zu. Und diese Flick-Affäre ist kennzeichnend für seine Haltung. Was Unrecht ist, muss Unrecht bleiben. Das kann man nicht einfach in ein Recht verwandeln. Mir fiel auf, als ich ins Parlament gewählt wurde, da war schon einer, und das war Norbert Lammert. Natürlich war er auch im Ausschuss für Wahlordnung und Geschäftsordnungsbeziehung, der immer nachfragte und sich nicht einfach zufrieden gab mit dem, was da gesagt wurde. Das machte nicht seine Attraktivität aus, sondern einer, der es wissen wollte, wie es denn wirklich ist und war. Ich habe damals nicht an den Bundestag gedacht, ich selbst nicht und wahrscheinlich auch damals noch nicht. Aber es war aufmerksam zu erfahren, in welchem Maße diese Frage, wer ist eigentlich das Parlament, ist das gerade zugelassen oder ist das wirklich das Herzstück der Demokratie? Ist es wirklich von Vorrang für das Demokratische oder sind wir ständig doch eigentlich nur Helfershelfer für die Exekutive? Das galt auch schon für Hermann Ehlers, der dadurch nervte, dass er auch Konrad Adenauer deutlich machte, wir sind das Parlament und unsere Position ist zu erachten und zu stärken. Also, da ich es selbst erlebt habe, wie schnell es immer geht, dass Dritte bestimmen, was unsere Tagesordnung ist, was wir tun und nicht tun, war es ganz wichtig, dass Norbert Lammert immer wieder an den Satz erinnerte und danach handelte, zuerst das Parlament. Und wir sind nicht einfach Helfershelfer der Exekutive. Bei gleichzeitigem Bemühen, dass die Exekutive berücksichtigt wird, aber nicht zulasten des Parlaments. Je schwächer es wird, desto weniger demokratisch wirken wir nach innen und nach außen. Auch dafür höchste Anerkennung. Weil wir noch mitten in dieser Auseinandersetzung immer wieder stehen. Wenn er berichtet von Erfolgen und Misserfolgen dieser 12 Jahre, dann kommt darin immer wieder vor, war bei mir auch schon etwas so, wie können wir bloß die Befragung der Bundesregierung und die Fragestunde ändern? Wirklich eine nicht zumutbare Veranstaltung fürs Parlament. Er hat immerhin durchgesetzt, die fällt aus, wenn kein Regierungsmitglied anwesend ist. Aber das sind ja schwache Instrumente, um eine so wichtige Sache, die haben wir damals aus Großbritannien übernommen, so zu besetzen, dass keine wirkliche Debatte innerhalb auch der Regierungsbefragung stattfinden kann. Zum anderen nur zu Themen, die die Regierung zulässt. Auch das ist keine echte Regierungsbefragung. Man merkt immer wieder in seinen Texten, in seinen Reden, das kommt sehr häufig vor, er möchte das ändern. Und ich finde, das ist auch weiterhin ein Änderungsauftrag. In der Demokratie dauern die Dinge manchmal sehr viel länger, als uns lieb ist. Das weiß ich aus anderen Themenbereichen, manchmal 25 Jahre, bis man ein Gesetz ändert, was man auch schon vor 25 Jahren hätte ändern können. So, nun geht es mir darum, in der Laudatio noch zwei Dinge deutlich zu machen, die mich
sehr beschäftigt haben. Denn Norbert Lammert hat nicht nur Reden im Bundestag gehalten, auch außergewöhnlich die letzte Rede. Er spricht auch dort vom Herz der Demokratie. Aber er hat auch einen Wunsch an die Parlamentarier. Seid glaubwürdig, engagiert euch, gebt nicht auf, was im Parlament wichtig ist. Und dabei kommt bei ihm doch noch etwas mehr zum Wichtiges in seinen Beschäftigungen. Und von drei Dingen möchte ich Ihnen noch einmal berichten, wie entscheidend da unser Bundestagspräsident weiter dran arbeitet. Ich nenne als erstes seine Auseinandersetzung: Brauchen wir eine neue Verfassung? Er fragt, die Verfassung ist ja in den Jahren oft geändert worden, brauchen wir wirklich eine neue? Was ist das Motiv für eine neue Verfassung? Er beschreibt, wie viel Verballhornungen in der Sprache bei den Verfassungsänderungen jeweils auch erfolgt sind. Wenn Sie mal die ursprüngliche Sprache des Grundgesetzes in der Fassung von 1949 sehen und die heutigen, sind das nicht alles Verbesserungen. Er fragt, wie viel Spielraum haben wir heute? Haben wir alles genutzt, was wir haben können? Und tut genau das, was eine parlamentarische Demokratie braucht, Fragen zu stellen, das war in der Antike schon so, sich auseinanderzusetzen mit Argumenten und am Ende klar zu sagen, wofür er selbst steht. Das ist das, wenn er auch in seiner Abschiedsrede nochmal gesagt hat, wir sind nicht nur da, um im Parlament Reden zu halten, sondern wirklich zu debattieren, zu Klärungen zu kommen, miteinander und auch für unsere Bürger und Bürgerinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und sein Urteil ist, es gibt Erweiterungen, über die wir sprechen müssen. Aber er kommt nicht zu dem Ergebnis, das Dringlichste, was wir brauchen, ist eine Verfassungsänderung. Ich sage von mir selbst, ich habe mich damals gefragt, 1989, in der Phase des großen Geschenkes, Ende der Teilung Deutschlands, warum können wir das nicht gleichzeitig verbinden mit einem Ja zur Verfassung? Warum konnten wir dann nicht mit abstimmen? Ich selbst bin zu dem Urteil gekommen, wir hatten Angst, die Abstimmenden könnten zu anderen Ergebnissen kommen. Norbert Lammert bringt ein anderes Argument und erklärt, es ging nicht nur um die Frage, dass wir im Westen Angst hatten, sondern dass es damals die Menschen weit weniger, die die Mauer haben fallen gesehen, die miterlebt hat, was danach passierte, mehr um die Einigung als um das Ja oder Nein zur Verfassung. Auch das muss man jeweils mit bedenken. Ich nenne aber einen Punkt, von dem ich herausgelesen und auch für mich gehört habe, wie halten wir es eigentlich mit der Frage mehr Bürgerbeteiligung? Es geht ihm, mir ebenso, um den Erhalt der repräsentativen Demokratie. Denn man könnte sich auch restlos verlaufen und verirren in immer mehr Bürgerentscheiden. Wir haben sie übrigens stärker auf Kommunal- und Landesebene, als wir sie auf Bundesebene haben. Aber trotzdem ist die Frage, was fällt uns ein zur stärkeren Beteiligung der Bürger in Bürgerforen? So wie wir erlebt haben, gerade im Zustrom mit der Migration, welche wichtige Rolle für die Menschen die Kommune spielt. Das haben wir immer klein geschrieben und gemeint, entscheidend ist die Bundesebene. Ich muss Ihnen sagen, natürlich brauchen wir Gesetze auf Bundesebene, Landes,
aber auf der kommunalen Ebene entscheidet sich Lebensqualität und die Zugehörigkeit der Menschen, die in einer Kommune leben. Deswegen ist das wirklich, wie Norbert Lammert es auch in seinem Auseinandersetzung mit Verfassungsfragen angesprochen hat, eine ganz wichtige Frage, wie wir den Bürgerdialog verstärken und uns Möglichkeiten suchen. Das beginnt ja schon in unseren Ausschussregelungen. Wir sagen immer, kein Gesetzentwurf kommt so heraus, wie er hineingekommen ist in eine Ausschussregelung. Aber viele der Beteiligten haben den Eindruck, jetzt haben wir uns solche Mühe mit unseren Vorlagen gemacht, aber sie werden nicht diskutiert. Insofern spielt diese Frage, wie viel Auseinandersetzung ist in unserer Gesellschaft lebendig, immer auch mit dem Hinweis, wir haben in Europa mit das stärkste Parlament. Wenn ich an unseren Nachbarn Frankreich denke, dann hat das fast nur beratende Funktion, ein bisschen mehr. Aber wir könnten oft aus dem, was wir haben, noch viel mehr machen, wenn wir den Mut hätten, wie gestern gesagt wurde, zusammenzuhalten und damit auch stärker zu werden. Das ist das eine, was er immer wieder bearbeitet hat. Bei der Frage, die ihm wichtig ist, nenne ich das Europa. Auch da wird ständig die Verfassung beschworen, was dürfen wir eigentlich, was dürfen wir nicht. Und er sagt doch, unser Grundgesetz ist von vornherein europäisch ausgerichtet. Nutzt doch die Chancen, die wir haben, und fragen wir nicht immer, was wir dürfen und nicht dürfen, sondern lesen wir die Texte dazu. Norbert Lammert ist durch und durch nicht nur ein politischer Mensch, ich möchte fast sagen von früher Jugend an bis heute, sondern auch ein Mensch, ein europäisch ausgerichteter Mensch. Wenn Sie durch einen Text lesen, diese 500 Millionen Europäer, wieso sollen die eigentlich keine Stärke entwickeln? Und warum brauchen wir alles Mögliche an Skepsis, statt zu fragen, was diese 500 Millionen Person für Person bewirken können? Also, wie bringen wir das Positive nach vorn? Hätten Sie gedacht, dass 2017 Pulse of Europe, eine Initiative von Bürgern mittleren und jüngeren Alters auf den Weg gebracht, pro europäische Idee, das heißt nicht, dass alles in Europa beim Alten bleiben kann, aber lasst uns bitte dieses Europa nicht verloren gehen. Und dem füge ich hinzu, diese pro-europäische Orientierung muss uns wieder handlungsstärker und handlungsfester machen. Ich erlebe im Augenblick mehr Probleme als Zukunftsperspektive in Europa. Und wir sollten uns auch nicht durch die AfD bange machen lassen. Wir haben sie zur Kenntnis zu nehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen, das uns auch zuzutrauen und nicht zu dramatisieren. Denn ich stelle auch in Bundesländern fest, sowohl Schleswig-Holstein wie auch Niedersachsen, dort, wo man das offensiv angegangen ist, argumentativ und sich nicht hat beirren lassen durch Aussagen, die nicht stimmen, die keine Zukunft schaffen, aber wir antworten müssen, wie gehen wir mit schwachen Regionen um? Wie gehen wir zukünftig mit Arbeitsplatzgewinnung und Arbeitsverteilung um? Wie kümmern wir uns so um die Alterssicherung der Menschen im Rentenalter, dass sie auch leben können? Auch das gehört zum Sicherheitskonzept. Dies sind wichtige Parlamentsaufgaben, aber auch gesellschaftliche Aufgaben, die, ich habe eben von der kommunalen Ebene, auf allen Ebenen wahrgenommen werden müssen. Das betrifft auch die Annahmen über Politikverdrossenheit der Deutschen. Ich habe in den letzten Wochen
und Monaten nur feststellen können. Erstens, der Flüchtlingsstrom 2015-16 hätten wir ohne die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen nie geschafft. Nicht, dass in unserem Parteiprogramm steht, wir werden eine Stiftung gründen für die Ehrenamtlichen. Da möchte ich erst mal wissen, was die Stiftung tut und wie die Menschen, die in diesen freiwilligen Ämtern arbeiten, bei uns auch ein Ansehen bekommen, eine Wertschätzung. Und bisher, lassen Sie mich das aus der Frauenarbeit sagen, ehrenamtlich durften wir immer alles schon machen, bis zu 70 Stunden die Woche. Da hat sich heute vieles geändert, aber noch vor 20 Jahren war es so, dass sobald die Frau den Fuß in die Erwerbsarbeit stellte, wurde gesagt, diese Rabenmutter, statt mal anders darüber nachzudenken. Und da hat sich vieles geändert, aber manchmal kommen wir einfach zu spät mit unseren Gedanken. Ich komme zurück zu Norbert Lammert. Für ihn war außergewöhnlich, in diesen 12 Jahren und die davor liegen, das Politische zu einem Anliegen vieler Menschen zu machen. Und ich wünsche ihm, er spöttelt ja oftmals mit Anschlussverwendungen, er wird viel mehr haben, als er verarbeiten kann, weil die Menschen sich ihn wünschen. Aber ich wünsche ihm, dass er in so wichtigen Aufgaben bleibt, wie er sie bisher ausgeübt hat. Er hat unser Parlament verwandelt ein Stück weit. Er hat unsere Menschen auch wieder nachdenklich gemacht. Wie können wir denn das praktizieren, was uns wichtig ist? Er wäre ein hervorragender Bundespräsident geworden. Das will ich, aber das Spiel haben wir jetzt ein paar Mal gespielt. Ich gebe auch zu, ich habe mich sehr schwer getan, seine Entscheidung zu respektieren, wie es mir schließlich als Demokratin auch bewusst wurde. Er hat so entschieden und das ist sein Recht, das so zu tun. Aber ich bin sicher, er geht uns nicht verloren. Ich danke ihm ganz, ganz herzlich für sein Engagement in unserem Land, sein Engagement für Menschen, seinen Humor. Wenn ich den immer gehabt hätte in meiner Zeit als Bundestagspräsident, wäre vieles leichter gewesen. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, so mit leichtem Lächeln, was dann auch manchmal zu lautstarkem Lachen führt, Menschen zu führen. Ich habe hier heute Gelegenheit, ihm zu danken, Ihnen allen zu danken, die Sie auch diese Ehrung so entschieden haben. Es war ein wunderbarer Bundestagspräsidentin. Herzlichen Glückwunsch, lieber Norbert Lammert. My lover's got a humor, she's a giggle at the funeral, knows everybody's disapproval, should've worshipped her sooner. If the heavens have indeed speak, she's the last room mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them saying, mark yourself as no absolute, worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Yeah, yeah.
stretch out, push it like a dog. Shine your light, I'll tell you my sins, and you can chop in your night. Offer me my death, step. Good God, let me live in my life. Take me to church, I'll worship like a dog. Shine your light, I'll tell you my sins, and you can chop in your night. Offer me my death, step. Good God, let me live in my life. If I'm pagan on the good times, my love is the sunlight. Goddess on my side, she demands a sacrifice. Bring me home, see something shiny, something needed for the main course. That's a fine looking high horse. What you got in the stable? Got a something on the faithful that looks tasty, that looks plenty. This is hungry word. Take me to church, I'll worship like a dog. The shrine of your light, I'll tell you my sins. Chop in your night, offer me my death instead. Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog. Just run in your eyes, I'll tell you my sins, and you can chop in your night. Offer me my death instead. Good God, let me give you my life. No master of kings, when the ritual begins, there is no sweeter innocence than our jealousy. In the madness and soil that's ever been seen, only then I am human, only then I'm clean. Amen, amen. Church, I'll worship like a dog. Shine your light, I'll tell you my sins, and you can chop in your night. Offer me my death's death. Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog. Shine your light, I'll tell you my sins, and you can chop in your night. Offer me my death's death. Good God, let me give you my life. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Preisverleihung. Ich lese Ihnen zunächst den Text der Urkunde vor. Hermann Ehlers, Präsident des Deutschen Bundestages von 1950 bis 1954, hat als Christ beispielhaft an der Prägung der Bundesrepublik Deutschland zum freien sozialen Rechtsstaat mitgewirkt. In der verpflichtenden Erinnerung an seine Dienste verleiht die Hermann-Ehlers-Stiftung Professor Dr. Norbert Lammer den Hermann-Ehlers-Preis 2017. Als Würdigung seines beispielgebenden Wirkens für ein selbstbewusstes Parlament. Er verstand es, dem Deutschen Bundestag als Parlament eine wahrnehmbare Stimme zu verleihen. Sein Einstehen für parlamentarisch Einigendes in einer Zeit sich vertiefender politischer Spaltung, eine tragende Säule des demokratischen Gemeinwesens der Bundesrepublik Deutschland. Soweit die Urkunde. Und ich komme jetzt zum Preis. Einige, die schon seit Jahren dabei sind, sind erstaunt, wie der Preis jetzt aussieht. Es ist keine Medaille mehr, die ist ausgegangen, war zu Ende. Wir haben uns jetzt etwas Neues einfallen lassen und ich finde es toll, dass dies Neue, ich zeige es Ihnen mal, es ist sehr schwer, wie ich festgestellt habe. Der Künstler, der das hergestellt hat, hat dazu folgenden Kommentar gegeben. Und ich kenne ja Ihre Verbindung zur Kunst, Herr Präsident. Es handelt sich um die Kunststätte Lange. Herr und Frau Lange haben das entworfen. Und sie sagen zu diesem Kunstwerk, es stellt Gräser im Wind dar, mit Wind gegen Wind, den es im Küstenland Schleswig-Holstein ja genug gibt,
gehen die Menschen verschieden um. Einige lassen sich nicht verbiegen oder knicken, sie bleiben aufrecht und geben durch ihre Kraft auch anderen Halt. Einer von diesen Aufrechtstehenden wird heute mit diesem Preis geehrt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Lieber Otto Bernhard, Herr Landtagspräsident, lieber Klaus Schlie, sehr geehrter Professor Schlieski, liebe aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag, aus dem Rat der Stadt Kiel, liebe Rita Süßmuth, verehrte Gäste. Unter den vielen ganz unterschiedlichen politischen Formaten, die es gibt, sind die Veranstaltungen am schönsten, in denen Preise oder Auszeichnungen vergeben werden. Selbst Wahlkampfveranstaltungen kommen da nicht wirklich mit. Sie sind in der Regel nicht ganz so gemütlich und es herrscht auch nicht immer das gleiche herzliche Einvernehmen, das heute Abend ja wieder mal mit Händen zu greifen ist. Und schon deshalb ist die Teilnahme an solchen Preisverleihungen ein reines Vergnügen und es ist natürlich eine doppelte Freude, wenn man selber als Preisträger daran teilnehmen darf. Der Hermann-Ehlers-Preis ist auch nicht irgendeiner unter den zahlreichen Preisen, die in Deutschland jährlich verliehen werden. Wenn ich das richtig übersehe, gibt es im Bereich der Politik kaum einen zweiten, der sich auf eine ähnlich lange Tradition und auf eine ähnlich eindrucksvolle Reihe von bisherigen Preisträgern berufen kann, wie das für diesen Preis der Fall ist. Und auch wenn ich Hermann Ehlers nicht mehr persönlich habe kennenlernen können, denn als er viel zu früh im Oktober 1954 starb, war ich noch nicht ganz 6 Jahre alt. Da war mein politisches Engagement auch noch nicht so richtig entwickelt. Aber jeder, der sich irgendwann mal für die deutsche Parlamentsgeschichte interessiert, der kommt an diesem Namen natürlich nicht vorbei. Auch wenn man, was ich gerne tue und auch für richtig halte, die deutsche Parlamentsgeschichte 1848 in der Paulskirche beginnen lässt und wir seitdem in ganz unterschiedlichen politischen Konstellationen solche und solche Parlamente mit solchen und solchen Präsidenten kommen und gehen sehen haben, gehört Hermann Ehlers zweifellos zu den herausragenden Präsidenten der deutschen Parlamentsgeschichte. Sein Amtsnachfolger Eugen Gerstenmaier hat im Rückblick auf seine Amtszeit, also auf die von Hermann Ehlers, gesagt, er sei eine, ich zitiere ihn, ordnende Kraft an dem düsteren Himmel der jungen, in Gestaltungswehen liegenden Bundesrepublik gewesen. So habe der Staat durch seine Amtsführung an Achtung gewonnen und das Parlament an Profil. Das, glaube ich, ist mit oder ohne diese Formulierung ein ziemlich einheitliches Urteil, das über seine Amtszeit regelmäßig gefällt wird und wohin ihn
die weitere Laufbahn noch hätte führen können, wenn er nicht so jung gestorben wäre. Das bleibt naturgemäß Gegenstand einer schönen, aber wie auch mir scheint, naheliegenden Spekulation. Ich bedanke mich bei der Stiftung für die Entscheidung, mir in diesem Jahr diesen Preis zuzuerkennen. Und ich bedanke mich insbesondere bei Rita Süssmuth, mit der mich ja nicht nur das Amt verbindet, was wir jeweils für einen beachtlich langen Zeitraum haben ausüben dürfen, sondern auch eine mehr als kollegiale, freundschaftliche Zusammenarbeit in der Partei wie in der Fraktion. Und wenn ich nun ohne nähere Ausführung darauf verweise, dass ja nichts mehr zusammenschweißt, als das sichere Gefühl, sich in einer ausgeprägten Minderheitslage gegenüber dem Rest der Truppe zu befinden, dann wird den meisten von Ihnen sofort einleuchten, was gemeint sein könnte, ohne dass ich jetzt mit Rücksicht auf die begrenzte verfügbare Zeit das mit einzelnen Beispielen vertiefen möchte. Wenn man die eigene Amtszeit oder die eigene Wahrnehmung einer Aufgabe gewürdigt vorgetragen bekommt, kommt einem manches doch ein bisschen merkwürdig vor. Es gibt dann so den spontanen Reflex, das eine oder andere noch mal ein bisschen einzusortieren und gerade zu rücken. Es war nicht alles falsch. Aber es war manches doch natürlich stark übertrieben. Ich fühle mich in vielem von dem, was Rita Süssmuth vorgetragen hat, schon richtig charakterisiert, ja. Ich habe ein ausgeprägtes Verhältnis zum Parlamentarismus, was ich so sensationell nicht finde. Ein Parlamentspräsident, der kein ausgeprägtes Verhältnis zum Parlamentarismus hat, hätte vielleicht doch was anderes besser tun sollen. Ich habe ja, lieber Kollege Schlie, ich habe auch ein ausgeprägtes Verhältnis zum Föderalismus. Und das wird auch so bleiben, wenn ich nicht mehr in hohen politischen Ämtern tätig bin. Auch wenn ich mir, das trage ich heute vielleicht zum letzten Mal vor, aber nicht zum ersten Mal, wünschen würde, dass der real existierende deutsche Föderalismus die Zuständigkeiten, die er hat, selbstbewusster wahrnehme, als das vielfach zu beobachten ist. Ich habe die nicht ganz neue und in den letzten Monaten auch nicht kleiner gewordene Sorge, dass der deutsche Föderalismus auszubluten droht, weil er auch Zuständigkeiten, die er sich über erst in jüngerer Zeit stattgefundene Föderalismusreformen mühsam erkämpft hatte, fiskalisch, steuer- und politisch zu preiswert hat abkaufen lassen. Und das ist ganz sicher ein Thema, über das die Parlamente, in diesem Falle die Landtage, mindestens so gründlich nachdenken sollten, wie das von den Regierungen des Bundes und der Länder zu erwarten ist. Ich habe mir natürlich überlegt, was machst du heute Abend hier eigentlich, außer dich ordentlich zu bedanken für diesen Preis und insbesondere für die liebenswürdigen Anmerkungen, die es zur Begründung dieser Preisverleihung geben wird. Und unter den vielen Punkten, die man bei einer solchen Gelegenheit ansprechen könnte, habe ich mir vorgenommen, einen ganz kurzen Rückblick auf die Anfänge des deutschen Parlamentarismus nach dem Zweiten Weltkrieg zu machen und mich dann mit einer der zweifellos aktuellen, komplizierten, anspruchsvollen Herausforderungen mit ein paar Bemerkungen zu befassen,
die sich insbesondere um das Verhältnis von Demokratie auf der einen Seite und Populismus auf der anderen Seite ranken. Um das zu würdigen, was wir an stabiler deutscher Demokratie inzwischen haben und was nicht nur nach meinem Eindruck im Ausland sehr viel mehr wertgeschätzt wird als von der eigenen Bevölkerung. Die deutsche Demokratie gilt inzwischen als eine der Modelldemokratien weltweit. Und Experten sagen, dass überall da auf der Welt, wo es mal mehr und mal weniger erfolgversprechende Anläufe für die Demokratisierung der eigenen politischen Strukturen gibt, wo neue Verfassungen entwickelt oder erstmals erarbeitet werden, sei keine andere Verfassung häufiger Modell eigenen Nachdenkens als das Grundgesetz. Um also das, was wir heute längst für selbstverständlich halten, angemessen zu würdigen, muss man gelegentlich daran erinnern, wie es vorher war. In Deutschland ist der Parlamentarismus nicht erfunden worden. Und manche andere europäische Länder haben ihn früher etabliert, als uns das gelungen ist. Dem ersten Deutschen Bundestag, der nach Verabschiedung des Grundgesetzes im frühen Herbst 1949 gewählt wurde, haben im Übrigen 410 Abgeordnete angehört. Darunter 402 Abgeordnete mit vollen und 8 Berliner Abgeordnete mit eingeschränktem Stimmrecht. Es gab 9 Fraktionen im ersten Deutschen Bundestag und 4 direkt gewählte, mehr oder weniger unabhängige Kandidaten, mehr oder weniger sage ich deswegen, weil das zwar 4 ohne förmliche Parteimitgliedschaft in den Deutschen Bundestag gewählte Abgeordnete waren, die aber vermutlich auch nicht gewählt worden wären, wenn sie nicht von der einen oder der anderen großen Partei unterstützt worden wären, die mit genau dieser Begründung auf die Aufstellung eigener Kandidaten verzichtet hat. Und das gehört im Übrigen zu den häufig übersehenen oder verdrängten, jedenfalls sicher nicht im öffentlichen Bewusstsein befindlichen Sachverhalten. Dass sich die Parteien in Deutschland keine überragenden Reputationen erfreuen, kann ich in diesem Kreis vermutlich als bekannt voraussetzen. Dass aber die sozusagen demonstrative Distanz und Skepsis gegenüber Parteien sich im Wahlverhalten der Bevölkerung nicht niederschlägt, gehört zur Vervollständigung dieses Bildes unbedingt dazu. Denn mit dieser gerade erläuterten halben Ausnahme der ersten Bundestagswahl 1949 sind in 18 aufeinanderfolgenden Legislaturperioden des Deutschen Bundestages nie, auch nur in einem einzigen Wahlkreis, Kandidatinnen oder Kandidaten gewählt worden, die nicht als Kandidat einer Partei aufgestellt gewesen wären. Mit anderen Worten, auch und gerade diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer den Parteien nicht so richtig über den Weg trauen, ziehen die Kalkulierbarkeit eines Kandidaten oder einer Kandidatin, der einer Gruppierung angehört und damit für irgendein mehr oder weniger identifizierbares Konzept und Programm steht, der Wundertüte vor, die sich mit unabhängigen Kandidaten notwendigerweise verbindet, weil man außer dem Vorschussvertrauen in die erwartete Kompetenz beim besten Willen nicht wissen kann, was der oder die denn mit einem solchen Mandat tatsächlich anzustellen beabsichtigt. Mein Hinweis auf den ersten Deutschen Bundestag hätte vermutlich heute Abend nicht stattgefunden, wenn der gerade neu gewählte Deutsche Bundestag nicht der größte in der Nachkriegsgeschichte wäre. Und vielleicht hätte ich mir selbst diesen Hinweis verkniffen,
wenn ganz sicher wäre, dass es mit jetzt 709 Mitgliedern des Deutschen Bundestages aber ein für alle Mal sein Bewenden hat. Nicht einmal diese Zuversicht kann ich Ihnen vermitteln. Denn wenn sich der neue Bundestag nicht entschließt, das zu tun, was ich dem letzten schon dringend empfohlen habe, dann gilt auch für nächste und übernächste Wahlen, dass wir nicht nur dem Wähler die naheliegendste Frage gar nicht beantworten können, nämlich über wie viele Mandate er überhaupt entscheidet, sondern dass es durch die Notwendigkeit eines unbegrenzten Ausgleichs von Überhangmandaten eine nahezu unbegrenzte denkbare Vermehrung von Mandaten auf der nach oben offenen Richterskala gibt. Nun weiß ich auch, dass die Erwartung des geneigten Publikums, wenn überhaupt, in die genau umgekehrte Richtung geht. Die Forderung nach Verkleinerung von Parlamenten ist regelmäßig populär. Aufgeblähte Parlamente dürfen sich keiner besonderen Sympathie erfreuen. Deswegen will ich ausdrücklich festhalten, ich halte die Forderung nach einer Verkleinerung des Bundestages für genauso wenig durchdacht wie die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustands. Natürlich gibt es für die Größenordnung eines Parlaments kein über jeden Zweifel erhabenes zahlenmäßiges Kriterium. Aber die meisten werden hoffentlich zustimmen, dass man die Dimensionierung eines Parlaments mindestens von zwei Bezugsgrößen abhängig machen sollte. Den verfassungsmäßigen Aufgaben, die ein Parlament erledigen soll, und der Anzahl der Menschen, die es vertreten soll. Und aus der Verbindung des einen mit dem anderen ergibt sich jedenfalls für mich, dass die vom Gesetzgeber getroffene Entscheidung, dass der Deutsche Bundestag 598, sagen wir mal 600 Mitglieder haben sollte, von denen die Hälfte in Wahlkreisen direkt gewählt werden und die andere Hälfte über die Zweitstimme über Parteilisten, dass dies ziemlich gut genau diesen beiden Ansprüchen entspricht, nämlich ein Parlament in die Lage zu versetzen, seine verfassungsmäßigen Aufgaben wahrzunehmen und eine angemessene Proportion zur Anzahl der Menschen abzubilden, die es vertreten soll. Nicht allen ist klar, dass ein Parlament, das ja nicht nur eine Regierung bestellen, sondern anschließend diese Regierung kontrollieren soll, diese Aufgabe überhaupt nur wahrnehmen kann, wenn es ähnlich arbeitsteilig organisiert ist wie die Regierung auch. Und keine Regierung auf der Welt käme auf die Idee, in einer Institution, Regierung, alle von dieser wahrzunehmenden Aufgaben zu bündeln. Sondern dazu gibt es mindestens ein Dutzend, meistens um die 20, in manchen Fällen auch noch mehr Ministerien, zu denen dann bei genauerem Hinsehen noch nachgeordnete Behörden gehören, die Sonderaufgaben in der Zuständigkeit dieses Ministeriums wahrzunehmen haben. Und auf diese Weise stellt sich die Exekutive in einem funktionierenden politischen System im Ergebnis mit einigen 10.000 hochprofessionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf, von denen viele beinahe ein Leben lang sich auf einen ganz bestimmten Aspekt politischer Gestaltung konzentriert haben und da über eine immense Expertise verfügen. Ein Parlament, das dieser geballten Expertise mit dröhnendem Selbstbewusstsein, im Übrigen aber hilflos gegenüberträte, gehört gleich in die Tonne gekloppt. Natürlich kann es seinen Aufgaben nur gerecht werden, wenn es sich ähnlich arbeitsteilig organisiert, dass es also zu den jeweiligen Ministerien korrespondierende Fachausschüsse gibt, dass in diesen Fachausschüssen wiederum die Koalition wie die Opposition eine angemessene Repräsentanz finden muss. Und wenn man den Aufgabenkatalog heutiger Ministerien betrachtet, die ja eben manchmal in einem Dutzend von Abteilungen mit mehreren hundert Mitarbeitern bestimmte Fachbereiche bearbeiten, dann steht denn am Ende bei genauem Betrachten ein oder zwei Abgeordneter der Mehrheit
und der Minderheit gegenüber. Und deswegen, ich kann, so populär diese Forderung auch ist, einer Verkleinerung des Bundestages unter diesem Gesichtspunkt keinen wirklichen Sinn abgewinnen. Und was im Übrigen die Größenordnung angeht, erlaube ich mir schlicht den Hinweis auf vergleichbare Parlamente, zum Teil in Ländern, die eine länger funktionierende Demokratie haben als Deutschland. In Frankreich hat das Parlament knapp 600 Mitglieder, in Italien auch, in Großbritannien 650. Alle drei Länder haben 20 Millionen weniger Einwohner als Deutschland. Da kann ich ein deutsches Parlament mit 600 Mitgliedern nicht überdimensioniert finden. Ich sage allerdings genauso deutlich und habe das ja auch in den letzten Monaten hinreichend häufig, wenn auch erfolglos vorgetragen: Ein Parlament wird nicht umso leistungsfähiger, je mehr Mitglieder es hat. Wenn dies so wäre, müsste der chinesische Volkskongress das effizienteste Parlament auf dem Globus sein. Das ist nachweislich nicht der Fall. Also braucht man wieder zwischen der Maximierung und der Optimierung von Größenordnung ein vernünftiges Maß und eine vernünftige Mitte. Bei der Frage, was ist heute eigentlich anders, was ist besser, was ist vielleicht auch schlechter als früher, will ich zunächst vielleicht die wichtigste einzelne Übertreibung zurückweisen, die Rita Süssmuth gutmütig vorgetragen hat, nämlich die Vermutung, ich sei anders als andere. Also von dem banalen Umstand mal abgesehen, dass jeder anders ist. Insofern ich auch, ja. Hoffe ich sehr, dass ich als Parlamentspräsident nicht viel anders war als Hermann Ehlers, als Eugen Gerstenmaier, als Kai-Uwe von Hassel und als Rita Süssmuth in der selbstbewussten Wahrnehmung der Rolle der Legislative gegenüber der Exekutive. Dass jeder, nicht nur Parlamentspräsident, jeder Regierungschef, jeder Minister, jeder, der ein herausgehobenes Amt wahrzunehmen hat, übrigens auch nicht nur in der Politik, das gilt für Schulen und Hochschulen, das gilt für Kliniken und das gilt für Handwerksbetriebe, dass jeder, der eine herausgehobene Aufgabe wahrnimmt, mit seiner Lebenserfahrung, mit seinem Temperament auch der jeweiligen Aufgabe seine eigene Handschrift gibt. Das liegt in der Natur der Sache, ist aus meiner Sicht ebenso unvermeidlich wie wünschenswert. Nachdenklich gestimmt hat mich vor ein paar Tagen ein interessanter Kommentar von Theo Sommer über den Parlamentarismus früher und heute. Die meisten von Ihnen werden Theo Sommer mindestens vom Namen her noch kennen, als den langjährigen Chefredakteur der Zeit. Der hat im September dieses Jahres, also gerade mal vor gut 14 Tagen, auf dem Online-Auftritt der Zeit einen interessanten Artikel geschrieben, wo er seine Wahrnehmung des heutigen gegenüber dem früheren Parlamentarismus beschreibt. Und davon würde ich Ihnen gerne ein paar Sätze vortragen, zu denen ich dann allerdings auch ein paar kommentierende Bemerkungen machen möchte. Früher, so Theo Sommer, habe ich regelmäßig die Bundestagsprotokolle gelesen, damals noch gedruckt. Jetzt schaue ich ab und zu in die Digitalfassung. Da hagelt es Glückwünsche zum Geburtstag von Abgeordneten, Ausschussüberweisungen und schwer verdauliches, wie und jetzt führt er 3, 4 Gesetzesberatungen mit abstrusen Titeln auf. Muss wohl alles sein, auch die Demokratie braucht Bürokratie, doch bürgerliches Engagement entwächst daraus nicht. Und in den Reden glänzt das Expertentum. Beredsamkeit, Witz, Argumentationskunst, rhetorische Lebendigkeit, Debattenkultur also scheinen da nur selten auf. Ich weiß, immer noch Originaltext Theo Sommer, ich weiß, es klingt blöd, wenn ich sage, früher war das anders. Aber es war so. Dies hatte 2 Gründe. Es ging um Existenzfragen der Nation und es gab großartige Redner, denen man zustimmen konnte oder über die man sich mit Lust empörte.
In den 50er, 60er und 70er Jahren saß die Nation tagelang am Radio, nach 1952 am Fernseher und verfolgte gebannt die großen Debatten des Bundestages. Die Politiker äußerten sich im Bundestag anders als heute, wo nach der Auswanderung der politischen Debatte aus dem Parlament immer dieselben Talking Heads bei Anne Will, Maybrit Illner, Sandra Weischberger, Frank Plassberg und Markus Lanz auftauchen, die niemand mehr alle sehen kann oder mag. So. So, und dann kommt eine Schlusspassage, durch die ich mich gewissermaßen besonders herausgefordert fühle, weil er meine Abschiedsrede im Deutschen Bundestag gewissermaßen als flammenden Appell begreift und aufnimmt, diese große Zeit des vermeintlich verflossenen deutschen Parlamentarismus wiederherzustellen. Das ist gut gemeint, springt aber auch wieder zu kurz. Denn erstens ist nicht alles so anders, wie es gelegentlich erscheint. Und schon gar ist es ganz unvermeidlich, dass andere Zeiten, andere Fragestellungen, andere Herausforderungen, andere Rahmenbedingungen für politisches Arbeiten auch andere Arbeitsabläufe und andere Strukturen nach sich ziehen. Wie sehr diese nostalgischen Erinnerungen täuschen können, will ich mit einem Befund aus den Jahresberichten des Demoskopie-Instituts in Allensbach verdeutlichen. Unter allen Umfrageforschungsinstituten in Deutschland, vor denen es inzwischen ja zahlreiche gibt, gibt es kein anderes, das so lange, so kontinuierlich, so sorgfältig politische Entwicklungen, Stimmungen, Einstellungen erfasst und dokumentiert hat, wie Allensbach, nämlich seit Beginn der 50er Jahre. Und wenn man dann in diese alten archivierten Dokumente schaut, dann stellt man fest, dass die frühen 1950er Jahre nicht durch ein überragendes Maß an politischem Interesse, sondern eher durch einen signifikanten Mangel an politischem Interesse ausgezeichnet, jedenfalls geprägt waren. In damaligen Umfragen haben gerade einmal 27% der Befragten erklärt, sie interessierten sich für Politik oder für politische Entwicklungen und Entscheidungen. Erst in den 1970er Jahren ist in diesen jährlichen Umfragen das allgemeine Politikinteresse auf über 50% gestiegen und hat sich mit leichten Schwankungen seitdem etwa auf diesem Niveau gehalten. Und für Rita Süssmuth noch als Zugabe aus den damaligen Archiven. Zu Zeiten Hermann Ehlers war das politische Interesse signifikant nach Geschlechtern aufgeteilt. Während sich 46% der Männer für Politik interessierten, mindestens vorgaben, sich dafür zu interessieren, waren dies bei Frauen nur 11%. Und noch schöner, auf die Frage an verheiratete Personen, ob sie einen Mann oder eine Frau vorziehen würden, der sich politisch interessieren würde, bekannten 65% der Männer, einen politisch nicht interessierten Partner vorzuziehen. Ob das heute völlig anders ist, überlasse ich jetzt Ihrer Lebenserfahrung. Ich bin jedenfalls ziemlich sicher, heute würden sich nicht mehr 65% der Männer trauen, das auch vorzutragen. So. Ich will aber auf einen anderen wichtigen und nicht witzigen Unterschied der damaligen Wahrnehmung von Politik im Allgemeinen und parlamentarischen Debatten im Besonderen aufmerksam machen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob es das Medium Fernsehen in Gestalt eines Programms gibt, das man halt verfolgt oder auch nicht, aber wo man nicht durch 20, 30, 40 oder mehr Programmalternativen switchen kann.
Und allein der Umstand, dass man zwischen verschiedenen Programmalternativen wählen kann, verändert nachweislich das Programmangebot dieser miteinander konkurrierenden Sender. Heute werden sich die wenigsten nur noch vorstellen können, jedenfalls die wenigsten der jüngeren Generation, dass tatsächlich mal die Debatte über die Einpflicht der Wehrpflicht in Deutschland 8 Stunden live übertragen worden ist, unter Verschiebung der Tagesschau. Das kommt heute bei Fußball-Weltmeisterschaften und Verlängerung mit Elfmeterschießen vor, aber sicher nicht mehr bei Parlamentsdebatten, über welchen Gegenstand auch immer. Und dass ich in meiner Amtszeit manchen ernsten Strauß mit manchen Fernsehanstalten, vor allem den gebührenfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen, ausgetragen habe, was meine Erwartung an den besonderen Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Mediums betrifft, daran wird sich der ein oder andere wahrscheinlich noch erinnern. Deswegen habe ich im Übrigen mit besonderer Rührung einen Brief zur Kenntnis genommen, den Hermann Ehlers 1953 an den damaligen Direktor des Nordwestdeutschen Rundfunks geschrieben hat. Zitat: sah eben Fernsehprogramm. Bedauere, dass Technik uns kein Mittel gibt, darauf zu schießen. Und er hat am Tag danach dann eine Entschließung des eigenen Parteiausschusses für Presse, Film und Funk verlesen, insbesondere mit Hinblick auf das Fernsehen. Nochmal Zitat Ehlers: ich tue das umso lieber, als ich festgestellt habe, dass vorgestern das Fernsehprogramm 1,5 Stunden das deutsche Volk mit einem Boogie-Woogie-Turnier aus der Hamburger Ernst-Merck-Halle unterhalten hat, dass es vorgestern eine außerordentlich kümmerliche Darstellung des Kölner Karnevals mit einem siebtklassigen Kabarett gebracht hat und gestern als einzigen Witz den brachte, dass der Bundestag, der über das Gesetz über die Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr beraten hat, als hoher Priester und Schriftgelehrter bezeichnet wurde. Alles irgendwo schon mal da gewesen, aber eben unter einer gründlich veränderten Medienlandschaft. Und wenn Sie die Geduld noch aufbringen, würde ich auch gleich noch ein paar Sätze zu den aus meiner Sicht absehbaren, nachhaltigen Wirkungen der Veränderung der Medienlandschaft, nicht nur, aber auch und gerade für parlamentarische Entscheidungsprozesse sagen. Jedenfalls gehört zu den beachtlichen und festzuhaltenden Befunden, dass eine vergleichende Medienanalyse, die im vergangenen Jahr vorgelegt wurde, zu dem Ergebnis kam, dass gegenüber der Situation vor 10 Jahren, nur 10 Jahren, die Parlamentsberichterstattung um 41% zurückgegangen ist. Um 41% zurückgegangen ist in den wichtigsten deutschen Print- und Online-Medien. Oder anders formuliert, über jedes größere deutsche Unternehmen wird inzwischen häufiger, intensiver berichtet als über parlamentarische Beratungen im Bund, von den Landtagen gar nicht zu reden. Auch dafür gibt es Gründe, denen ich jetzt nicht im Einzelnen nachgehen kann und will. Ich hatte Ihnen ja zu Beginn angekündigt, dass ich mir vorgenommen hatte, außer dem groben Vergleich der Anfänge und der aktuellen Verhältnisse im deutschen Parlamentarismus, ein paar Sätze und Anmerkungen zum Verhältnis von Demokratie und Populismus zu machen, wozu es ja nicht erst seit dem vorletzten Sonntag einen zusätzlichen Anlass gibt. Schon seit geraumer Zeit ist an vielen Stellen zu hören und zu lesen, dass wir im Zeitalter des Populismus lebten. Solche Überschriften haben meist ihre Gründe, auch wenn sie dann als allgemeine Charakterisierungen in der Regel etwas voreilig sind. Aber dass damit auf Entwicklungen aufmerksam gemacht wird, die es nicht nur mal eben irgendwo gibt, sondern inzwischen über einen beachtlich langen Zeitraum an ganz unterschiedlichen Stellen, beinahe überall,
unterstreicht die Relevanz dieses Themas. Und ich will nur als Stichworte erinnern an das britische Referendum über die Zugehörigkeit zur Europäischen Union, an einen erstaunlichen amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf mit einem dann nicht mehr ganz so erstaunlichen Ergebnis, an die Vorgänge innerhalb und außerhalb der Türkei, wo wir jeweils besonders handfeste Ausprägungen von politischem Populismus beobachten können. Wenn ich jetzt ein paar Bemerkungen zum Verhältnis von Demokratie und Populismus mache, dann muss ich mit dem selbstverständlichen Hinweis beginnen, dass in einem politischen System, in dem sich alle Staatsgewalt ausdrücklich vom Volke her versteht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt es im Grundgesetz, und in dem für uns wiederum inzwischen selbstverständlich die Wähler in regelmäßigen Abständen entscheiden, von wem sie regiert werden wollen, dass es sich unter diesen Umständen natürlich von selbst versteht, dass es zur Grundorientierung jedes Politikers gehört und gehören muss, sich darum zu kümmern, was das Volk denkt. Wäre ja noch schöner, wenn sich Abgeordnete um alles nur darum nicht kümmern sollten. Das Problem ist aber die Vereinfachung dieses eigentlich ohnehin simplen Zusammenhangs, nämlich die sich für manche offenkundig voreilig daraus aufdrängende Schlussfolgerung, ein Politiker solle insbesondere das machen, was populär ist. Das macht die Sache für ihn zwar zunächst mal einfacher, wird aber eben der Aufgabe nicht gerecht, die er übernommen hat. Und das gilt im Übrigen für die kommunale Ebene, die Landesebene, die Bundesebene, die europäische Ebene, in ganz genau der gleichen Weise. Von jedem, der politische Ämter, Aufgaben, Mandate, Funktionen übernommen hat, muss man erwarten können, dass er seinen nach bestem Wissen und Gewissen erfolgenden Beitrag dazu leistet, für die Fragen, die sich in seiner Stadt, in seinem Land, in unserer Nation, in Europa stellen, möglichst überzeugende Antworten zu finden. Und dabei ist es schon von prinzipieller Bedeutung, woran er sich dabei orientiert. Ob er sich in erster Linie an dem orientiert, was die Wähler wohl am liebsten von ihm hören möchten, oder an dem, was er nach sorgfältiger Prüfung des jeweiligen Sachverhalts für die am ehesten vertretbare und überzeugende Lösung hält. Häufig ist das jedenfalls nicht dasselbe. Und genau diese Unterscheidung ist die wesentliche Unterscheidung zwischen Demokratie und Populismus. Hier beginnt nämlich der eigentliche politische Prozess. Auffassungen, Einschätzungen, Lösungen, Antworten, von denen man selbst überzeugt ist, mehrheitsfähig zu machen. Also nicht das umzusetzen, was ohnehin die aktuelle Stimmungslage ist. Dafür brauchte man übrigens heute keine Parlamente mehr. Heute wären wir, wenn das die Aufgabe von Politik wäre, technisch in der Lage, die aktuellen Stimmungen in relativ präzise, gemessene Entscheidungen zu übersetzen. Parlamente hätten sich dann überlebt. Die Aufgabe eines Parlaments besteht aber genau darin, die vielen gleichzeitigen Anliegen und Interessen, die sich nicht selten wechselseitig im Wege stehen, und in einer ärgerlich häufigen Weise sogar wechselseitig ausschließen, in einer Weise so zu sortieren und zu arrangieren, dass es dafür im Ganzen die Aussicht auf eine mehrheitliche Zustimmung gibt. Das ist ein extrem komplexer Prozess. Und um den zu leisten, wählt man mit zeitlich befristetem Mandat Volksvertreter. Es ist in hohem Maße dekouvrierend, wie sehr sich in den letzten Monaten, übrigens nicht nur in Deutschland, aber zunehmend auch in Deutschland, das leichtsinnige Reden von sogenannten wahren Volksvertretern eingebürgert hat.
Ich sage Ihnen, wer von sich behauptet, er sei ein wahrer Volksvertreter, ist sicher keiner. Weil er die Geschäftsgrundlage der Demokratie nicht begriffen hat, die genau auf dieser Einsicht beruht, dass es das, was Rita Süssmuth vorhin angesprochen hat, in der Politik nicht gibt, nämlich Wahrheitsansprüche. Die Demokratie beruht geradezu auf der gemeinsamen Einsicht, dass man sich darauf verständigt, wichtige Sachfragen durch Mehrheiten zu entscheiden, weil niemand den Nachweis führen kann, über die sicher richtigen Lösungen zu verfügen. Könnte er oder sie den Nachweis führen, wären solche Abstimmungen ja auch überflüssig. Wer sich an Abstimmungen beteiligt, hat gewissermaßen als logische Voraussetzung eingeräumt, dass er nicht Recht hat, sondern dass er von seinem Recht Gebrauch macht, eine Auffassung, ein Interesse vorzutragen, das er für plausibel, für begründet hält und für das er um Zustimmung wirbt. Deswegen sind auch Wahlen keine Entscheidung darüber, wer Recht hat, sondern wer das Land regieren soll, was nicht dasselbe ist. Und oft lassen die Wählerinnen und Wähler mit ihrer unendlichen Weisheit ja die auf diese Weise gewählten Volksvertreter dann anschließend auch noch mal einsam in der Landschaft stehen, was ich jetzt auch nicht weiter vertiefen will. So wie Entscheidungen, wenn sie denn mit Mehrheit getroffen werden, nicht der Nachweis der Richtigkeit dieser Entscheidung sind, sondern schlicht der Nachweis dafür, dass diese Entscheidung nun dadurch gültig ist, dass sie von einer Mehrheit getragen wird. Das macht sie im Übrigen auch korrigierbar. Denn sie gilt so lange, bis eine andere Mehrheit nach gleichem Verfahren was anderes beschließt. Der Anspruch gegenüber eingebildeten und tatsächlichen etablierten Eliten, die wahre Volksvertretung darzustellen, ist inzwischen eine weit verbreitete Anspruchslage in Europa. Mit den Wahlen am vorletzten Sonntag ist die Bundesrepublik Deutschland das 20. von 28 europäischen Ländern, in denen eine rechtspopulistische Gruppierung in das nationale Parlament eingezogen ist. Man kann das auch umgekehrt formulieren. Bis dahin war Deutschland eines der wenigen Länder in Europa, in denen es jedenfalls im nationalen Parlament eine solche Gruppierung nicht gab. Jetzt hat sich in diesem technischen Sinne des Wortes die Lage auch in Deutschland auf das europäische Normalmaß hin bewegt, dass auch diese Gruppierung auf nationaler Ebene ihre Repräsentanz gefunden hat. Übrigens mal nur zur Vollständigkeit halber, in diesen 20 ist noch nie mitgezählt Schweiz und Norwegen, zwei Nicht-EU-Mitglieder, aber zweifellos europäische Demokratien, in denen es vergleichbare Gruppierungen nicht nur gibt, sondern in denen sie auch in der Regierung vertreten sind. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber muss Sie unbedingt auf einen Zusammenhang aufmerksam machen, von dem ich jedenfalls glaube, dass er dafür eine erhebliche Rolle spielt. Und das ist der nicht nur zeitlich frappierende Zusammenhang zur revolutionären Veränderung unserer und anderer Gesellschaften in der Informationsvermittlung und Verarbeitung durch Digitalisierung. Ich glaube, dass das, was die Digitalisierung nicht nur mit den Medien, mit der Wirtschaft, sondern mit der Gesellschaft im Ganzen macht, einen bis heute maßlos unterschätzten Einfluss auf die Urteilsbildung in modernen Gesellschaften hinterlässt. Man muss da jetzt gar keine nostalgischen Gefühle entwickeln, um mit einer gewissen Überzeugung sagen zu können, dass es keine Errungenschaft ist, dass die traditionellen Medien, insbesondere die traditionellen Printmedien, aber auch Rundfunk und Fernsehen, eine immer geringere und die sogenannten sozialen Medien eine immer größere Rolle bei Informationsvermittlung und Verarbeitung spielen, wobei mir bis heute übrigens noch niemand hat erklären können, was die sozialen Medien sozialer macht als die traditionellen Medien.
aber ich befinde mich inzwischen in der glücklichen Situation, auch gar nicht mehr alles begreifen zu müssen, was ich nicht begreife. Aber worauf ich uns und Sie ausdrücklich aufmerksam machen möchte, ist, dass sich mit dieser Veränderung in der Nutzung von Medien längst eine schleichende Veränderung der Urteilsbildung unserer Gesellschaft vollzieht, die sich dadurch ergibt, dass traditionelle Informationsaufarbeitung und Vermittlung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Profis Informationen unter dem Gesichtspunkt ihrer Relevanz und ihrer Faktizität, ob es überhaupt zutrifft, dass etwas stattgefunden hat, prüfen und vermitteln, dass also diese traditionellen Formen der Informationsaufarbeitung und Vermittlung zunehmend verdrängt werden durch reflexhaftes Nachfragen und Konsumieren ungeprüfter Sachverhalte über das Internet. Was heute in immer größeren Echoräumen, wie die Fachleute das beschreiben, an vorgefassten Vermutungen und Sachverhalten ausgetauscht und wechselseitig bekräftigt wird, schlägt sich direkt oder indirekt auch in politischen Entwicklungen nieder. Das hat man im Übrigen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf in einer ebenso unangenehmen wie unmissverständlichen Weise breitenwirksam beobachten können. Ein Unterbietungswettbewerb aller denkbaren Mindeststandards, den ich schon gar in einer aufgeklärten westlichen Gesellschaft nicht für möglich gehalten hätte. Wir reden hier, meine Damen und Herren, wenn wir über dieses Thema reden, nicht über ästhetische Fragen, sondern über handfeste Grundsatzfragen unseres Staats- und Gesellschaftsverständnisses. Das wird auch daraus deutlich, dass sich die Neigung nicht nur zur Rechthaberei, sondern gelegentlich zu einem auf Dauer gesetzten Fanatismus und Fundamentalismus in der öffentlichen Auseinandersetzung in einer Weise niederschlägt, die wir bis vor kurzem gar nicht für denkbar gehalten hätten. Im Zuge der britischen Brexit-Kampagne ist eine Labour-Abgeordnete zu Tode gekommen. Nicht durch Unfall, sondern als bewusst politisch orchestrierte Attacke auf eine Position, die man für unerträglich und deswegen nicht hinnehmbar hielt. Und das ist nicht so weit weg, wie es auf den ersten Blick erscheint. Die amtierende Kölner Oberbürgermeisterin hat ihren Wahlkampf, wie die meisten von Ihnen wissen, auch nur knapp überlebt. Das über Jahrzehnte Unsägliche ist in den sogenannten sozialen Medien längst sagbar geworden. Und es wird gesagt, in einer Weise, die ich bis vor wenigen Jahren für unvorstellbar gehalten hätte. Wenn ich Ihnen jetzt nur die Anzahl, die wirklich deprimierende Anzahl der Vorgänge vortragen würde, die sich in Form von Drohungen, Verleumdungen, Beschimpfungen, auch gewalttätigen Übergriffen auf Parteigeschäftsstellen, Gewerkschaftshäuser, Demonstranten, Flüchtlingsheime in den letzten Jahren in den Statistiken abspielt. Und da sind notwendigerweise das, was sich statistisch nicht erfassen lässt, nicht gezählt, würde das die Gemütlichkeit des heutigen Abends schwer beeinträchtigen. Aber ich will auf einen Punkt hinaus, der mir aus mindestens zwei Gründen ganz besonders am Herzen liegt, nämlich, dass dies ja auch keineswegs nur, was beachtlich und besorgniserregend genug ist, auf eine zunehmende Attackierung in der Wahrnehmung von politischen Mandaten niederschlägt, was im Übrigen inzwischen die ersten gewählten Bürgermeister zur Aufgabe ihrer Ämter veranlasst hat, weil sie sagen, ich will das mir und kann das meiner Familie nicht länger zumuten. Sondern das betrifft inzwischen virtuell jeden. Ich will Ihnen mal einen beachtlichen, wenn auch keineswegs extraordinären Fall vortragen, der für mich der Ausgangspunkt für eine entsprechende Aufforderung an die Innen- und Justizminister des Bundes und der Länder war, hier tätig zu werden. Als nämlich im Februar vergangenen Jahres eine bekannte Schauspielerin, kein Mandat,
keinerlei politische Verpflichtungen oder Positionierungen. Auf ihrer Facebook-Seite ein Video eingestellt hatte, das die berühmt-berüchtigten Vorgänge in Klausnitz dokumentiert, als Anwohner einen Bus mit Flüchtlingen umringten und Polizisten verängstigte Menschen ins Freie zerrten. Diese Schauspielerin hat damals diese Filmaufnahme mit einem persönlichen Kommentar versehen, nämlich mit dem folgenden schlichten Satz: Ich schäme mich gerade so sehr, Deutsche zu sein, wenn ich die Bilder aus Klausnitz sehe. Mir gefriert das Blut in den Adern bei so viel Unmenschlichkeit und Hass. 2 Tage nach diesem Post meldete sich ein Facebook-Nutzer unter einem Namen, der sich später, wie meist in diesen Fällen, als Pseudonym herausstellte, auf der Seite der Schauspielerin mit folgendem Kommentar. Wörtlich: Man sollte eine Kettensäge nehmen und dir deine scheiß hässliche Kackfresse einfach zerhäckseln. Absender: Krepier, unwertes Leben, verrecke. Ich könnte Ihnen, meine Damen und Herren, wesentlich drastischere Beispiele an Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Bundestages vortragen. Was ich nicht tue, um deutlich zu machen, dass wir hier nicht über ein virtuelles Problem reden, sondern über ein sehr reales und konkretes. In dem konkreten Fall hat die gerade genannte Schauspielerin gesagt, ungemütliche Post sei sie durchaus gewohnt. In der Regel pflege sie darauf gar nicht zu reagieren. Im konkreten Fall hätten ihr gute Freunde dringend geraten, darauf zu reagieren. Dann habe sie den Vorgang der Polizei gemeldet, den Vorgang insbesondere auch bei Facebook gemeldet und darum gebeten, das jedenfalls unverzüglich von der entsprechenden Seite zu nehmen. Dann habe es einen wochenlangen zähen Kommunikationskrieg mit Facebook gegeben und nach vielen hinhaltenden Reaktionen habe sie schließlich die abschließende Auskunft von Facebook bekommen, Zitat: Der eigene Check hat ergeben, dass dieser Post nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt. Meine Damen und Herren, wenn das nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt, hat diese Gesellschaft keine mehr. Wenn die Selbstregulierung der Medien, in diesem Fall der sozialen Medien, bei der Lösung dieses Problems versagt, weil sie entweder nicht in der Lage oder nicht bereit sind, das Problem zu lösen, dann muss es der Staat lösen. Durch den Gesetzgeber oder durch die Justiz, am besten durch beide. Das war der Hintergrund, warum ich damals mich an den Bundesinnenminister und Bundesjustizminister und an die Länderinnenminister und Justizministerkonferenz mit der dringenden Bitte gewandt habe, dieses Problem aufzugreifen, was inzwischen, wie die meisten von Ihnen ja wissen, auch einen gesetzlichen Niederschlag gefunden hat, wiederum übrigens mit der interessanten Folge, dass keineswegs völlig grundlos, aber aufschlussreich, prompt der Verdacht der Zensur gegenüber dem Gesetzgeber erhoben wird und die vermeintliche Nicht-Akzeptanz von unverzichtbaren Werten unserer Verfassung, wie etwa Informationsfreiheit, von diesen Medien erhoben und zurückgewiesen wird. Was im Übrigen ja den Klärungsbedarf aufs Schönste bestätigt, den ich gerade versucht habe, deutlich zu machen. Meine Damen und Herren, ich glaube, und damit höre ich jetzt auch auf, dass wir eine Reihe der auffälligen Entwicklungen in unserer politischen Landschaft mit Aussicht auf Erfolg nur werden begleiten und schon gar nur korrigieren können, wenn wir nicht ganz so auffällige Entwicklungen, die ihre Voraussetzungen sind, mit der nötigen Sorgfalt in den Blick nehmen. Letzte Bemerkung. Als ich vor ein paar Jahren bei einem ähnlichen Anlass mich auch schon mal mit der Frage beschäftigt habe, wodurch unterscheidet sich eigentlich Politik heute von Politik vor 20, 30 oder vor 50 Jahren, und naturgemäß lässt man die außerordentlichen, unvergleichlichen Zeiten als Vergleich gar nicht zu, wo von demokratischen Mindeststandards ja gar keine Rede sein konnte. Hans-Jochen Vogel, ein in seinem Urteilsvermögen unverdächtiger Zeitgenosse, der im Übrigen
zu den wenigen gehört, die auf allen Ebenen unseres politischen Systems herausragende Ämter hatte, als Oberbürgermeister in München, als regierender Bürgermeister in Berlin, der Regierungschef des Landes Berlin war, der Fraktionsvorsitzender, Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat war, hat in seinen Lebenserinnerungen mal geschrieben, nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß: Früher war Politik nicht nur anders, sie war auch tatsächlich einfacher als heute. Denn unter den heutigen Bedingungen einer schrumpfenden Bevölkerung und unter den Wettbewerbsbedingungen der Globalisierung erreichten Wohlstand zu erhalten, soziale Sicherungssysteme zu stabilisieren und gleichzeitig die eigene Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern, das sei eine Herausforderung, die es früher in dieser Form nicht gegeben habe. Dem wird man schwer widersprechen können. Und inzwischen fallen uns ja noch wesentliche zusätzliche Komplizierungen ein, die es früher nicht gegeben hat, zu denen beispielsweise die Digitalisierung mit ihren Implikationen gehört, eine Form von international organisiertem Terrorismus, für die wir aus der Vergangenheit auch keine Beispiele kennen, und manches andere mehr. Wenn es aber richtig ist, dass die Aufgaben, vor denen wir heute stehen, wir in Deutschland, so wie unsere Nachbarn auch, nicht nur wir Europäer, sondern die anderen in Asien, in Afrika, in Amerika auch, wenn es richtig ist, dass die großen Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, regelmäßig erstens komplex und zweitens global sind, dann muss uns doch eigentlich nachdenklich machen, wenn immer häufiger die Antworten populär werden, die erstens simpel und zweitens national sind. Das empfinde ich als den größten Widerspruch unserer Zeit. Dass ausgerechnet in einer Situation, wo wir differenzierte, komplizierte Antworten auf komplexe Fragen brauchen und diese sich im globalen Maßstab stellen, die Neigung, sich in den eigenen Schrebergarten zurückzuziehen und mit vermeintlich einfachen, genialischen Lösungen Breschen in die Landschaft zu schlagen, an enormer Popularität gewinnt. Mein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang stammt von einem Briten, genauer gesagt eigentlich Iren, George Bernard Shaw, der hat bedauerlicherweise dem englischen Parlament nie angehört, schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, als er größeres Unheil hätte vielleicht verhindern helfen. Der hat einmal gesagt: Zu jeder komplizierten Frage gibt es eine einfache Antwort. Und die ist regelmäßig falsch. Wenn Sie von all dem, was ich jetzt heute Abend vorgetragen habe, den letzten Satz behielten, wäre es mir sehr recht. Bedanke mich für Ihre Geduld. I love you.
fact that where's music come from? Some of it is just transcendental, some of it's just really dumb. Oh, I love it when you sing to me, and you can sing me anything. When Book of Love is long and boring, flowers and hearts and boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you are to give me wedding rings. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Innenminister, sehr geehrte Frau Prof. Dr. Süssmuth, lieber Otto Bernhard, meine sehr verehrten Damen und Herren und natürlich vor allem sehr geehrter Herr Präsident des Deutschen Bundestages, lieber Herr Prof. Lammert. Nach so vielen herausragenden Reden ist ein Schlusswort immer eine ziemlich undankbare Aufgabe und deswegen bitte ich auch um entsprechendes Mitgefühl Ihrerseits. Ich bin allerdings dankbar, dass zwischen der herausragenden Rede, die wir gerade von Ihnen, verehrter Herr Lammert, gehört haben, und meinem Schlusswort noch Peter Gabriel zu Wort kam. Und das gibt mir Gelegenheit, zunächst einmal auch ein herzliches Dankeschön an unsere musikalische Umrahmung heute zu sagen, an Jonathan Pandelaki und Tara Dannenberg. Vielen Dank. Ein Schlusswort soll ja bekanntlich keine Laudatio sein. Doch das Aussprechen von Lob ist dem Schlusswort auch keineswegs verboten. Und so habe ich im Gegensatz zu den Grußwortrednern dann doch einen unbestreitbaren Vorteil, nämlich Ihnen, verehrte Frau Prof. Dr. Süssmuth, ganz herzlich für Ihre beeindruckende und, wie ich fand, sehr treffende Laudatio unseres Preisträgers zu danken. Es ist... Es ist Ihnen gelungen, die Verdienste und die Preiswürdigkeit von Herrn Lammert in einer unnachahmlich liebenswürdigen Weise darzustellen. Dafür herzlichen Dank. Lob und Dank gebühren aber genauso Ihnen, lieber Herr Professor Lammert, unserem verehrten Preisträger. Sie haben in Ihrer Ansprache, in Ihrer Dankesrede noch einmal ein inhaltliches wie auch rhetorisches Feuerwerk gezündet und eindrucksvoll bestätigt, warum Sie diesen Preis verliehen bekommen haben. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch zum diesjährigen Hermann-Ehlers-Preis. Der Herr Landtagspräsident hat auf Ihre Verbindung zum Namensgeber unseres Preises hingewiesen.
Es ist heute auch mehrfach sonst noch angesprochen worden. Beide waren sie Parlamentspräsidenten mit einer besonderen parlamentarischen Wirkung, die aber weit über den Ort des Plenums hinausreichte. Hermann Ehlers war in der demokratischen Aufbauphase unseres Staates tätig. Sie haben sich in den letzten 12 Jahren intensiv in der demokratischen Konsolidierungs- und Bewahrungsphase engagiert, wenn ich dies so ausdrücken darf. Dabei sind Sie in bemerkenswerter Weise als vorausschauender Mahner für ungute Entwicklungen und Gefährdung unserer Demokratie in Erscheinung getreten. Und wir durften es heute noch einmal erleben. Gerade jetzt, nach der jüngsten Bundestagswahl, wird gerne larmoyant über neue, vielleicht inhaltlich auch ganz alte Parteien sowie über deren Wähler geklagt. Man tut überrascht und erklärt vieles, vielleicht zu vieles, mit der massenhaften Zuwanderung von Herbst 2015 bis Frühjahr 2016. Mir scheint so manche Analyse zu einfach und auch zu oberflächlich zu sein. Und Sie, lieber Professor Dr. Lammert, haben schon vor gut 10 Jahren hier in Kiel im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtages eine berechtigte Mahnung zu Protokoll gegeben. Ich darf Sie zitieren. Weder die Partei noch die Parlamente, weder die Regierung noch die Opposition befinden sich gegenwärtig auf dem Höhepunkt ihres öffentlichen Ansehens. Es gibt viel unzutreffende, aber auch manch berechtigte Kritik am Zustand unseres politischen Systems. Zitat Ende. Sie haben dann auf damalige Meinungsumfragen hingewiesen, denen zufolge sich erstmals eine Mehrheit der Deutschen im Ganzen mit den politischen Institutionen unzufrieden erklärt hatte. Und ihre damalige Schlussfolgerung gilt wie heute. Ich zitiere nochmals. Wir müssen dabei nicht über die Unschärfen von Umfrageergebnissen streiten. Eines wird man nüchtern feststellen müssen. Das, was wir zum Funktionieren unserer modernen Gesellschaft am dringendsten brauchen, geht zunehmend verloren. Vertrauen. Zitat Ende. Diese Problematik ist hochaktuell. Sie haben es auch am Beispiel der Digitalisierung deutlich gemacht. Ich glaube, auch dort muss der Staat erst einmal überhaupt das Vertrauen zurückgewinnen, dass er den Menschen wieder Vertrauen zurückgeben kann, was sie eigentlich glauben dürfen, was noch echtes Wissen ist. Also da ist, glaube ich, in der Tat eine ganz große Aufgabe. Und wie aktuell diese Problematik sonst ist, haben Sie auch in einem der beiden Gespräche, die ich vor einigen Monaten mit Ihnen führen durfte, noch einmal besonders hervorgehoben. Ein Kernproblem, so sagten Sie, bestehe darin, dass es offenkundig nicht mehr gelingt, zwischen dem Vertrauen in individuelle Personen, das oftmals sehr hoch sein kann, und den durch sie vertretenen Institutionen eine plausible Brücke herzustellen. Dies gehöre zu den großen Herausforderungen der inneren Verfasstheit unserer Gesellschaft. Diese berechtigten Sorgen um die innere Substanz unseres Staates haben Sie immer wieder nicht nur in unnachahmlicher Weise formuliert, sondern auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen adressiert und natürlich auch an andere Verfassungsorgane. Sie haben sich dabei, wie Sie selbst ausführten, von einem Ausspruch unseres früheren Bundespräsidenten Roman Herzog leiten lassen. Dieser hat einmal gesagt, es gibt viele demokratische Tugenden. Bequemlichkeit gehört nicht dazu. Sie waren dabei aber niemals nur Mahner, sondern immer auch Wegweiser, der den Zuhörer am Ende in der Regel hoffnungsfroh zurückgelassen hat. Denn Sie selber glauben an die Lösungsmöglichkeiten der parlamentarischen Demokratie. Sie glauben an Lösungen durch eine verantwortungsvolle, engagierte und den Grundprinzipien des demokratischen Verfassungsstaates verpflichtete Politik. Sie glauben auch an die Zukunft dieses Staates bei all seinem Reformbedarf. Und Sie glauben an die junge Generation, die nur allein auf der Grundlage ihr vermittelter Werte die Hülle dieses Staates mit echter Substanz füllen kann. Und schließlich, Sie glauben auch an die Zukunft der Europäischen Union. In Ihrem jüngsten Buch betonen Sie mit Recht, dass der privilegierte Zustand des friedlichen Zusammenlebens, den wir derzeit ja in der Europäischen Union immer noch genießen dürfen, nicht nur auf Glück beruhe. Ich zitiere Sie letztmals. Wir haben nicht nur Glück gehabt, es haben auch manche klugen Frauen und Männer ebenso kluge und mutige Entscheidungen durchgesetzt. Wenn man diese Einsicht teilt, ist die Verantwortung offenkundig, die sich daraus ergibt. Zitat Ende. Für ein solches Voranbringen der anstehenden Probleme zu Lösungen haben Sie die Macht Ihrer Ämter genutzt. Ein instrumentelles Verhältnis zur Macht haben Sie selbst dies genannt. Und auch deswegen haben Sie für das Amt des Bundestagspräsidenten all die Eigenschaften mitgebracht, um das Amt in seiner konkreten Ausprägung mit einem Höchstmaß an Amtswürde aufleuchten zu lassen. Deshalb haben Sie den Hermann-Ehlers-Preis verdient,
Deshalb werden wir alle, ich denke, das darf ich sagen, Sie vermissen. Und deshalb werden Sie sich ganz sicher auch weiterhin einmischen. Nochmals herzlichen Glückwunsch, alles Gute und Ihnen allen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich stehe jetzt nicht mehr länger zwischen Ihnen und dem Empfang. Die Getränke warten auf Sie.